Belastung der Nachkommen. In den bereits ausgeführten Beispielen wird häufig deutlich, dass die Undefinet-Besprecher, Undefinet-Spiritisten, die Undefinet-Magier ihre Nachkommen bis in das drittens und viertens Glied belasten. Sternzufallsbildstern, das entspricht auch dem ersten Gebot. Der Daheimsucht der Väter Missetar an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Zur Erläuterung will ich nur noch wenige Beispiele hinzufügen. Bei einer Missionsreise durch Thailand begleitete mich Missionar Pretel, der später bei einem Autounfall ums Leben kam. Von diesem Missionar Pretel stammt folgender Bericht. In einer Missionsgemeinde bekehrte sich ein junger Thai, der sehr begabt war. Die Mission brachte die Mittel zusammen, um ihn in die USA auf eine Bibelschule zu schicken. Er wurde Pastor, kam zurück, und man vertraute ihm eine Gemeinde an. Dieser Pastor ist aber derartig entgleist, dass er seinen Beruf aufzugeben hatte. Hintergrund dieser Geschichte ist die Tatsache, dass sein Vater von einem spiritistischen Heiler vorher geheilt worden war. Sternzufallsbildstern. Bei einer Vortragstour in Brasilien kam ein Pfarrer nicht zu einer seelsorgerlichen Aussprache, sondern zu einer Diskussion zu mir. Ich hatte in meinem Vortrag das Undefinet-Pendeln abgelehnt. Dieser Pfarrer war aber ein Pendler. Er gab zu, dass das Pendeln die nervliche Kraft eines Menschen aufbrauchen könne, wenn man es übertreibe. Er hielt es aber doch für eine Gabe Gottes. Die Tochter des Pfarrers ist geistig umnachtet. Der Vater selbst erklärte, seine Tochter wäre der Ausgleich dafür, dass er mit seinem Pendeln anderen helfen könne. Man müsse dabei immer einen eigenen Tribut entrichten, und das wäre in diesem Fall die Geisteskrankheit der Tochter. Eine seltsame Theologie. Es wäre besser gewesen, dieser Pfarrer würde das erste Gebot studieren. Bei einer Vortragstour in der Provinz Santa Catarina in Brasilien kam eine Heilsarmee-Offizierin zur seelsorgerlichen Aussprache. Sie ist undefinet medial veranlagt und erlebt schwere Angriffe während der Nacht und beim Beten und Bibellesen. Da ich in meinen Vorträgen Beispiele brachte, die in ihrer eigenen Familie sich in gleicher Weise ereigneten, hatte sie Vertrauen zu mir. Bei der Aufstellung der Krankengeschichte kam Folgendes zum Vorschein. Ihre Großmutter und ihre Mutter sind aktive Spiritisten. Der Bruder der Mutter nahm sich das Leben. Der Vater wurde bei einer Explosion getötet. Ihr eigener Mann fand bei einem Autounfall den Tod. Ihr ältester Sohn hatte ebenfalls einen tödlichen Unfall. Sternzufallsbildstern. Dieses Beispiel zeigt uns in mehrfacher Hinsicht, wie es in spiritistischen Familien aussieht. Unfälle, Selbstmordfälle, Geisteskrankheiten und schwerste Attacken von Seiten der Finsternis. Wenn die spiritistische Großmutter gewusst hätte, was sie mit ihrem Spiritismus anrichtete, hätte sie vielleicht darauf verzichtet. Die Häufung von Unfällen und auch die Häufung von Selbstmordfällen ist ein bekanntes Phänomen im Bereich des Undefinet-Okkultismus. Das wird in den folgenden Kapiteln noch deutlicher. Häufung von Selbstmordfällen. Bei einer Vortragsreihe in Hamburg kam ein Mann zur seelsorgerlichen Aussprache. Er berichtete Folgendes. Sowohl seine Mutter als auch ihre Schwester haben Selbstmordversuche unternommen. Sternzufallsbildstern. Der Großvater war Undefinet-Besprecher. Er endete im Selbstmord, genau wie sein Bruder. Die Bilanz dieser Familie, zwei Selbstmorde und zwei Selbstmordversuche. Ferner sind die Familienmitglieder dieser Sippe dafür bekannt, dass sie harte, selbstgerechte, egoistische Naturen sind, die keinen Kontakt haben zur Umwelt und natürlich auch keine Bindungen an das Wort Gottes und an Christus. Bei einer Vortragsreihe durch Südafrika kam eine Frau zur seelsorgerlichen Unterredung. Ihre Mutter war eine Undefinet-Kartenlegerin. Der Vater nahm sich das Leben. Ihr Bruder bereitete sich das gleiche Schicksal, also ebenfalls Selbstmord. Ihre Schwester ist eine Missionarin, aber eine Frau, die seelisch völlig aus den Fugen ist. Sie ist an die lesbische Liebe gebunden, hat undefine Depressionen und ist unfähig, die Bibel zu lesen und zu beten trotz ihres missionarischen Dienstes.
Sternzufallsbild Stern. Vor vielen Jahren hatte ich zwei Vorträge an der Volkshochschule Geesthacht im Gebiet Schleswig-Holstein. Der damalige Leiter der Volkshochschule, Dr. Rieck, sagte mir, dass dieses Gebiet im Blick auf Selbstmorde an erster Stelle in Deutschland stehen würde. Mich wundert das nicht, weil Schleswig-Holstein gleichzeitig dafür bekannt ist, dass es zusammen mit der Lüneburger Heide die meisten Besprecher vom ganzen Bundesgebiet hat. Spukphänomene als Auswirkung. Eine Abiturientin wurde gläubig. Ihr Vater ist vor einem Jahr ungläubig gestorben. Nach einigen Monaten tauchte der Vater in Wachvisionen auf. Er sprach mit seiner Tochter. Sternzufallsbild stand, sie konnte ihn sehen. Die Erscheinungen wurden immer häufiger. Der Vater nahm immer finsterere Gesichtszüge an. Schließlich forderte er seine Tochter zum Selbstmord auf. Die Tochter ist bei diesen Besuchen wie gelähmt. Sie kann nicht beten, sich nicht rühren, kann nicht einmal an Jesus denken. Eine Vikarin nahm das Mädchen zu einem kritischen Psychiater, den ich sehr gut kenne. Bevor er das Mädchen selbst gesprochen hatte, erklärte er, das sind Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Als er das Mädchen gesprochen hatte, erklärte er, es liegt nichts Krankhaftes vor, sie müssen zu einem Seelsorger. Um sicher zu gehen, nahm die Vikarin das Mädchen noch zu dem damals bekanntesten Psychiater Deutschlands, Dr. Lechler. Auch er stellte die Diagnose, dass keine Geisteskrankheit vorliege, sondern dass das Mädchen tatsächlich durch undefiniert spiritistische Dinge geplagt werde, und versuchte dem Mädchen seelsorgerlich zu helfen. Dr. Lechler war ja nicht nur Psychiater, er war auch ein geistlicher Vater und Seelsorger. Sternzufallsbild Stern. Eine Frau litt unter Alpdrücken. Besonders schlimm waren diese Zustände immer nachts zwischen 12.00 und 1 Uhr. Bei ihren merkwürdigen Anfechtungen hatte sie oft das Gefühl, es würde jemand ins Zimmer kommen. Sie beobachtete, wie eine graugrüne Masse sich ihrem Bett näherte und sie an der Hand berührte. Diese Erscheinung wiederholte sich oft bei völligem Wachzustand. Die Familiengeschichte und die persönliche Lebensgeschichte ergibt folgenden Anhaltspunkt. Die Tante war undefiniert Kartenlegerin, undefiniert Wahrsagerin und undefiniert Spiritistin. Sie hatte der Nichte, unserer Berichterstatterin, das Kartenlegen beigebracht. Außer der Kartenlegerei betrieb die Angefochtene noch das undefiniert Tischrücken, die undefiniert Handlinienleserei und noch andere Formen der undefiniert Mantik. Sternzufallsbild Stern. Ein Mädchen wurde um einer Krankheit willen undefiniert beendet. Ferner ließ sie sich von einer Wahrsagerin die Zukunft voraussagen. Nach diesen beiden undefiniert-Kultenberatungen erlebte sie plötzlich nachts in ihrem Zimmer verschiedene undefiniert Spukerscheinungen, die Nacht für Nacht anhielten. Da das Mädchen eine christliche Einstellung besaß, betete sie oft darum, dass Gott den Spuk vertreiben möchte. Tatsächlich ließ der Spuk nach. Waren ursprünglich die Spukerlebnisse unmittelbar um ihr Bett herum, so zogen sich beim Beten die seltsamen Geräusche zurück, zum Fenster hin. Schließlich hörte das Mädchen das Röcheln eines Sterbenden vor dem Fenster. Ein Diakonissenhaus rief mich um Hilfe an. Eine Jungschwester kam nachts nicht zur Ruhe und konnte nicht schlafen. Die Möbel, vor allem der Tisch, tanzten im Zimmer umher. Meine Antwort war, wenn keine Halluzinationen vorliegen, dann kommt Spiritismus in Frage. Es kam vom Diakonissenhaus die Bestätigung, dass der Vater des Mädchens jahrelang das spiritistische Tischrücken geübt habe. Sternzufallsbild Stern. Die Tochter war also undefiniert medial und wurde von diesen finsteren Mächten als Medium benutzt. Die Parapsychologen würden wieder sagen, das sind Spukerscheinungen in Gegenwart eines pubertierenden Jugendlichen. Als ob damit das Problem gelöst wäre. Die Schwestern des Diakonissenhauses haben das Richtige getan. Sie bildeten in dem betreffenden Schwesternzimmer einen Gebetskreis, und sowohl die Jungschwester als auch das Zimmer wurde von den Spukereignissen frei.